Traktoren, Mähdrescher, Erntemaschinen. Sie alle haben etwas gemeinsam. Sie sind gross. Und sie sind super modern. In den heutigen Landmaschinen steckt nämlich mehr Elektronik als in jedem modernen Auto. Aber natürlich sind sie auch stark. In einem Traktormotor stecken durchschnittlich 200 PS. Es gibt aber solche, die haben so viel wie ein Formel-1-Rennwagen, nämlich 600 PS. Die meisten Traktoren fahren heute mit einem stufenlosen Getriebe. Allein so ein Traktorgetriebe besteht aus 180 Einzelteilen. Moderne Landmaschinen sind aber nicht einfach nur stark. Sie sind hochtechnologische Maschinen mit einer intelligenten Steuerung. Auch die Kabine von so einer Maschine sieht mehr aus wie das Cockpit von einem Flugzeug. So gut wie alle Funktionen vom Traktor kann der Fahrer über einen Bildschirm mit Touchscreen regeln. Mit einer speziellen Konsole ist es auch möglich, nur mit den Fingerspitzen das Gas und andere technische Einstellungen zu steuern. Spezielle Computerprogramme unterstützen zusätzlich die Arbeit vom Landwirt. So wird ihm manchen Arbeitsschritt erleichtert. Die modernen Zugmaschinen haben heute alle GPS. Das automatische Lenksystem kann so den Traktor dank modernster Satellitentechnik zentimetergenau übers Feld steuern. Mithilfe der heutigen Landmaschinen kann also viel Zeit und Geld gespart werden. Und die Umwelt wird erst noch geschont dabei.